Warst du auf dem Schloss? Ich komme gerade von dort. Bianca hat leider recht gehabt. Nora ist verlobt. Also doch. Ich glaube sicher, wenn sie wüsste, was du lebst, würde alles anders werden. Dazu ist es jetzt zu spät. Heute Abend geht das Schiff. Wohin? Zuerst nach Marseille. Dort wird sich herausstellen, ob der Pass in Ordnung ist. Hoffentlich. Der Pole hat mir gar nicht gefallen. Mir auch nicht, aber was bleibt mir anderes übrig? Alfred, du könntest mir einen Gefallen tun. Du gehst etwas früher zum Hafen hinunter, siehst dich um, ist alles in Ordnung, ruderst du mich zum Schiff. Gut, Hans, ich bin eine Stunde früher dort. Vediamo di fuoco. Der Chef will dich sprechen. Er hat einen Auftrag für dich. 12 Uhr am Hafen. Grazie. Per il fuoco. Er wird sich wundern. Eine anonyme Anzeige. Der Deutsche Hans Westhoff, gegen den wir damals den Steckbrief verlassen haben, soll heute Nacht im Hafen umgelegt werden, in dem Augenblick, in dem er einen Kohlendampfer betritt. Und warum? Na, wenn das stimmt, was der Schreiber da behauptet, dass nämlich der Pole den Schuss auf den Fahrer abgegeben hat und nicht der Deutsche, dann ist das Motiv klar. Er will einen unangenehmen Zeugen beseitigen. Das kann stimmen, muss aber nicht stimmen. Richtig. Aber wenn es stimmt, dann schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Auf alle Fälle, Razzia, veranlassen Sie alles weitere. Das ist das Neueste. Wirst du sie sofort wegwerfen? Warum denn? Beim Arbeiten wird nicht geraucht. Wenn ich nur dahinter käme, wer dir das beigebracht hat. Bin ja schließlich erwachsen. Noch ein Wort, dann könnte ich es vergessen. Na, mit wem haben Sie denn Meinungsverschiedenheiten gehabt? Mein Vater ist zu altmodisch. Er denkt immer noch, ich bin ein Kind. Rauchen soll ich auch nicht. Darf ich mal sehen? Bitte. Woher haben Sie das? Geschenkt bekommen. Von wem? Von einem Soldaten. Er war im Krieg hier einquartiert. Haben Sie einen Hauptmann Westhoff gekannt? Nein. Hat das ihm gehört? Ja. Vielleicht hat Alfred das... Nein. Es ist möglich, dass Alfred sein Freund war. Haben Sie von diesem Alfred noch irgendetwas gehört? Ja, ja, ab und zu kommt er her und besucht mich, aber bitte verraten Sie mich nicht. Was, er lebt? Ja. Wo ist er? Er spielt Klavier in der Osteria Luna di Napoli. Bitte, wo ist der Klavierspieler? Fräulein Krüger? Ja, Sie kennen mich noch. Ich habe von Bianca erfahren, dass Sie hier sind. Wir haben Sie neulich schon gesehen. Wer? Bitte nehmen Sie mal den Platz. Hier bitte. So. Führ sie rauf. Kommen Sie bitte. Warum hast du nie etwas von dir hören lassen? Es ist alles so schnell gegangen. Zuerst waren wir abgeschnitten und dann, als alles vorbei war, kam etwas anderes dazwischen. Wenn ich das geahnt hätte. Ja. Dann wäre vieles anders gekommen. Aber vielleicht ist es besser so. Du wirst sicher glücklich werden mit Thormann. Ja, aber Hans, es ist doch jetzt alles ganz anders. Jetzt, wo du da bist.
Nora, ich muss heute Nacht noch weg. Warum? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin damals in eine Schießerei hineingeraten. Völlig unschuldig. Seitdem werde ich gesucht. Ich habe einen falschen Pass, heiße Peter Braun und hoffe damit nach Marseille zu kommen. Gut, Hans. Wenn das so ist, ich komme mit. Das ist unmöglich. Warum? Das geht nicht, glaub ich. Ich gehe jetzt hinunter. Bleibt es bei unserer Verabredung oder hat sich was geändert? Nein, es bleibt dabei. Wir müssen uns leise unterhalten, Nora. Wir haben noch eine ganze Stunde Zeit. Damals hatten wir auch nur eine Stunde. Ja. Aber damals warst du tapfer. Sei auf den Brief nicht eingeht, sind wir verloren. Ich will Sie nicht länger bemühen, Hochwürden. Fräulein Krüger scheint in der Stadt aufgehalten worden zu sein. Das ist doch selbstverständlich. Bei solchen Anlässen haben die Damen immer eine Unmenge zu besorgen. Es ist ein großes Ereignis für unsere Gemeinde. Ich nehme doch an, dass Sie den Dom in Betracht gezogen haben. Ich glaube kaum, dass das im Sinne von Fräulein Krüger wäre. Und mir persönlich wäre es auch lieber, wir machen das in aller Stille in der kleinen Kapelle. Nun, wie Sie wünschen. Gute Nacht, Hofe. Wie spät hast du es? Wir haben noch ein wenig Zeit. Erinnerst du dich noch an den alten Fischer am Teich? Ob er noch was gefangen hat? Hoffentlich. Die Kapelle haben sie auch umgebaut. Wann? Kurz nachdem du weg warst. Ist jetzt größer. Aber das Harmonium ist geblieben. So. Der Sohn vom Bürgermeister spielte später darauf. Aber es war nicht mehr dasselbe. Was suchst du? Eine Zigarette. Warte, ich gebe dir eine. Seit wann rauchst du? Noch nicht, aber ich werde es mir angewöhnen. Woher hast du das?
Bianca hat es mir geschenkt. Ich gebe es dir erst zurück, wenn wir uns wiedersehen. Ich fürchte, das wird sehr lange dauern. Das macht ja nichts. Diesmal werde ich auf deine Mutter hören. Kannst du sie verständigen? Ich werde dort auf Nachricht von dir warten. Ci vanno mai stato tu prima sole. Hallo, müssen wir nicht mit? Nein, die Papiere könnt ihr morgen um 10 in der Questura abholen. Da stimmt was nicht. Hoffmann, Polizei! Gib mir Nachricht, vielleicht kann ich dir helfen. Aufmachen! Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Ist jemand bei Ihnen gewesen? Nein. Gewartet. Wo war
warst du denn? Denk dir, ich habe in der Stadt einen Landsmann getroffen. Einen alten Bekannten. So? Der Mann ist in einer furchtbaren Lage. Er war in Kriegsgefangenschaft, konnte es dort nicht mehr aushalten und ist geflohen. Angenehm ist Kriegsgefangenschaft auf keinen Fall. Nein. Jetzt möchte er nach Deutschland zurück, zu seiner Mutter. Aber er hat keine Papiere. Oh, unangenehm. Ja. Sag, könntest du ihm da nicht irgendwie behilflich sein? Ich? Ja, ich dachte vielleicht, dass du mal mit dem... Wer ist denn der Mann? Er heißt Peter Braun. Hat er irgendwelche Unterlagen? Nein. Gar keine? Nein. Ja, vielleicht lässt es sich trotzdem machen, wenn dir daran liegt, dem Mann zu helfen. Danke. Keine Ursache. Pater Bertoldi war hier. Ja? Ich glaube, ich habe in deinem Sinne gesprochen. Die liegt doch auch nichts an besonderen Feierlichkeiten. Nein. Du bist schon fertig? Du hast ja kaum etwas angerührt. Ich habe in der Stadt schon eine Kleinigkeit gegessen. Gute Nacht. Gute Nacht. Na, viel haben wir ja nicht erreicht bei der Razzia. Nikola Petrovic, ein Serbe. Haben Sie den Mann verhaftet? Nein, wir haben ihm die Papiere abgenommen. Wenn mich nicht alles täuscht, stammt diese anonyme Anzeige von diesem Kerl. Wie kommen Sie darauf? Typisch serbische Satzstellung. Und die Dame aus der Dachstube? Hatte ordnungsgemäße Papiere. Danke. Verbinden Sie mich mit Herrn Thormann.